Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Wie Sie sicher wissen, zeigen wir hier jeden Monat ein bis zwei aktuelle, herausragende deutsche Kinowerke, die gerade frisch gestartet sind. Und ja, heute Abend ein Film, der so wunderbar in diese Reihe passt, denn da tut sich gerade richtig viel im deutschen Film. Und Dietrich Brüggemann hat schon sehr, sehr viel bewegt mit seinen Filmen, von neun Szenen bis jetzt hier. Dazwischen noch natürlich Drei Zimmer, Küche, Bad vor allen Dingen zu erwähnen, Renn, wenn du kannst. Alles ganz tolle Filme, die den aktuellen deutschen Film sehr geprägt haben. Wir machen diese Reihe in Kooperation mit der EPD Film, das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film. Und ja, nach dem Film gibt es dann ein entsprechendes Werkstattgespräch mit Carsten Vesarius, Autor bei der EPD Film. Diese Gespräche werden dann in diesen Heften zusammengefasst, ein Sonderheft, das den gleichen Titel trägt, Was tut sich im deutschen Film? Also wenn Ihnen das gefällt, was Sie hier heute sehen, dann können Sie im Shop oder online gucken, da gibt es diese Hefte auch. Ja, bevor es jetzt gleich losgeht mit Kreuzweg, der einen silbernen Bären gewonnen hat auf der Berlinale, haben wir keine Werbung, auch das ist ja bei uns immer so, sondern einen thematisch passenden Kurzfilm ausgewählt. Das ist in dem Fall ein Film aus dem Jahr 2008, er trägt den Titel Liebe Gemeinde. Und er ist von Aaron Lehmann, der an derselben Hochschule studiert hat wie Dietrich Brüggemann und den Sie vielleicht kennen. Er hat seinen ersten Film gemacht letztes Jahr, der hieß Kohlhaas oder Die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Also da können Sie schon mal sehen, wie da so die ersten Gehversuche waren in Richtung dieses Films. Es lohnt sich sehr. Ich wünsche zunächst viel Vergnügen und in einer Viertelstunde sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ja, das war Liebe Gemeinde und ja, begrüßen Sie jetzt mit mir Dietrich Brüggemann, den Regisseur von Kreuzweg, hier vorne bei uns. Herzlich willkommen, Dietrich. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Du hast ja extra deinen Urlaub sogar für uns unterbrochen. Das ist ja echt eine große Ehre. Das ging sich ganz gut aus, weil ich morgen weiter muss nach Warschau auf ein Filmfestival und 4 Tage in den Bergen reichen auch. Ja, wir freuen uns sehr, dass du nach Frankfurt gekommen bist. Du hast jetzt auch den Film gerade zum ersten Mal gesehen von Aaron. Findest du, er passt zu deinem Werk? Ja, wunderbar, wunderbar. Also ganz notwendig, sowas vorher zu sagen. Ja. Ja, du hast den Silbernen Bären gewonnen. Das ist natürlich eine Wahnsinnsauszeichnung von deutschen Filmen, ganz besonders. Es gibt ja auch immer ganz, ganz wenige deutsche Filme im Wettbewerb der Berlinale und die werden dann auch noch besonders beäugt. Ist jetzt dein 4. Langfilm gewesen. Ist da irgendwas anders jetzt danach gewesen, nach dem Silbernen Bären? Du hast ja auch eine Kinotour schon hinter dir. Ja, nee, alles wie immer. Es wird sich zeigen, jetzt beim Versuch, den nächsten Film zu finanzieren, was auch in diesen Tagen gerade passiert. Ob das tatsächlich Türen öffnet. Also es öffnet schon Türen, das merkt man schon. Also wenn man irgendwo an der Assistentin scheitert, weil die nicht weiß, wer man ist, dann wird man dann aber umgehend von der Chefin zurückgerufen. Das schon. Aber was dann am Ende dabei rumkommt, werde ich dann in ein paar Monaten sehen. Also wir haben ein Projekt, was wir im Herbst drehen wollen, das geht recht schnell jetzt. Kann ich dann später noch eingehend von erzählen. Jetzt erstmal. Genau, sag doch nochmal, was uns jetzt erwartet. Was möchtest du uns mit auf den Weg geben? Ja, nichts hier. Viel Spaß. Liebe Gemeinde. Gute Projektion. Vorm Film sagt man nichts. Bringt Unglück. Alles klar. Dann, wir freuen uns sehr, dich nachher wieder zu sehen. Dietrich Brüggemann, meine Damen und Herren. Schön, dass du da bist. Ja. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Wir haben einen sehr strengen und ich finde auch sehr konsequenten Film gesehen. Ein Exerzitium nennt man das auch in einer religiösen Sprache. Der Film macht sich ja sein Sujet auch durch seine Form zu eigen. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Abstand erstmal von dem, was wir gesehen haben. Deshalb fange ich mit ein bisschen Fragen zur Biografie von Dietrich Brüggemann an. Sie sind in München geboren und in Süddeutschland aufgewachsen als Kind. Aber dann gibt es einen Punkt, der ist ungewöhnlich, denn Sie sind 1982, glaube ich, 84 Jahre, mit ihrer Familie nach Südafrika
eingewandert offenbar oder ausgewandert für 4 Jahre oder dort haben sie jedenfalls gelebt von 12 bis 16. Wie kam das zustande? Also mein Vater war da beruflich. Mein Vater war schon vor meiner Geburt, war der länger in Irland als Professor für Germanistik an der Universität in Dublin. Und eine kurvenreiche Berufsbiografie, die dann auch dazu geführt hat, dass er dann irgendwie eine Professur in Südafrika angenommen hat. Also eigentlich eher unspektakulär. Es entbehrt nicht einer gewissen Komik. Also für Germanisten ist, glaube ich, natürlich Südafrika wirklich so Diaspora. Also gerade zu Apartheid-Zeiten, das war 1984, ich war da 8. Aber als Kind kann man das ja gar nicht so überschauen, wo man da landet und was da überhaupt los ist. Also, ja. Ich glaube, das sind halt tiefere Gründe. Es ist ein Komplex an Ursachen. Ein Wissenschaftsbetrieb ist ja, so wie jeder Betrieb, auch so ein Klüngel, wo man so in Seilschaften drin hängen muss und so. Und da war mein Vater halt überhaupt gar nicht der Typ für. Außerdem hatte er eine wirklich gesunde Abneigung, nee, schon mehr als gesunde, eine ungesunde Abneigung gegen die 68er und ihre Ausläufer. Was einfach daran liegt, dass er irgendwie im Jahrgang 1934 alt genug war, irgendwie die Hitlerjugend noch mitzukriegen. Also das Elternhaus meines Vaters muss man sich, glaube ich, so vorstellen wie hier in dem Film. Also wahnsinnig katholisch, damit allerdings auch für die Nazis nicht besonders empfänglich. Also sie waren dagegen. Deswegen jetzt keine netten Leute und so. Aber jedenfalls ist mein Vater irgendwie mit 10 Jahren von der örtlichen Hitlerjugend aber sowas von übelst gemobbt worden, dass er, glaube ich, im Jahr 1968, als dann auf einmal wieder alle Leute irgendwie im Raum einer Meinung waren und das lautstark kundgetan haben, da konnte er nur noch den Raum verlassen und hat dann gleich ganz Deutschland verlassen, ist nach Irland gegangen. Und der Mainstream in den Geisteswissenschaften in Deutschland in den 70er und 80er Jahren war dann sehr marxistisch und da war mein Vater auch nicht so dafür. Und so ist man also in Südafrika gelandet, ja. Es ist interessant, also ich habe gelesen, dass Sie in Südafrika da auch in Berührung mit auch solchen fundamentalistischen Gruppen geraten sind. Das war auch so eine, ja, das ist dann offenbar zweite Begegnung, sozusagen das erste in der Biografie Ihres Vaters und das zweite dann. Das ist ja die Paradoxie des Lebens, die sich einfach oft nicht in klaren Kausalketten erschließt, sondern eher so von hinten durch die Brust ins Auge. Hat mein Vater dann da in Südafrika, sind dann Dinge passiert, die dann einfach letzten Endes dazu geführt haben, dass wir eine Weile lang tatsächlich bei der Pius-Bruderschaft ein- und ausgegangen sind. Wo wir dann einfach auch als Kinder so ein bisschen Einblick genommen haben, wie so ein Firmunterricht da stattfindet. Also das war jetzt zum Glück nicht besonders lang und auch nicht besonders intensiv, aber war schon in einer Zeit, in der man sich so Sachen dann auch schon bewusst anschaut und sich irgendwie auch merkt, in der man es also im Moment nicht wirklich versteht. Und man hat ja als Kind auch gar keinen distanzierten Standpunkt, wo soll man ihn denn auch her haben. Aber gemerkt haben wir uns schon, was wir da gesehen haben. Sie mussten also gar nicht weit recherchieren, um diesen Stoff sich zu erschließen, sehe ich das? Nee, man konnte eigentlich bei dem ansetzen, was man eh schon wusste. Das, ich meine, Recherche ist jetzt auch in diesen Kreisen. Einerseits ist es natürlich ein Milieu, was eigentlich gar nicht recherchierbar ist. Also was geht da im Firmenunterricht vor sich, da kommt man ja nicht rein. Andererseits so von den Spielregeln und Rahmenbedingungen, die da herrschen, ist es ja völlig klar. Und das lässt sich auf Wikipedia nachschlagen. Also wenn die Priesterbruderschaft St. Pius, um die es im Film ja geht, die betreiben auch eine sehr, sehr umfangreiche Webseite, wo wir also mit den Kostümbildnerinnen habe ich also Stunden damit verbracht, mir da Fotos von irgendwelchen Jugendfreizeiten anzuschauen, was die Leute alle tragen und so. Es gibt noch so eine biografische Sache, über die ich gestolpert bin, nämlich, das ist so wie ich, aber bei mir war das in den 50er Jahren, da ist das sozusagen üblicher gewesen, als Kind gar nicht in Berührung mit Film und Fernsehen gekommen sind, sondern sozusagen Filmgeschichte oder überhaupt Filmkunst erst so als Teenager dann aufgesogen haben. Naja, also nicht in Berührung. Es gab schon einen Fernseher bei uns, aber ich glaube, das ist so ein normaler Bestandteil des westdeutscher Mittelstandsjugend, dass die Eltern irgendwie so ein bisschen so ein ungutes Gefühl haben, wenn sie die Kinder irgendwie vor der Glotze liegen sehen, so völlig absorbiert. Kann ich auch verstehen. Also, das ist, glaube ich, wenn man heute irgendwie Kinder mit so einem iPhone sieht, ist dann noch.
Ich habe auch so das Gefühl, eine Stunde am Tag und mehr nicht. Und also, aber ich hatte jetzt keine. Es war gut, es war schon nicht so richtig auch gefördert, dass man ganz viele Filme guckt und so. Das war, also ich hab dann auch jetzt nicht so den großen Impuls gehabt als Jugendlicher. Ich habe eher so wahnsinnig viele Bücher gelesen und so. Und mich dann also ins Thema Film, sagen wir mal, recht spät eingearbeitet. Also meine filmhistorischen Kenntnisse sind auch, wie soll man sagen, punktuell tiefgreifend und dann wieder furchtbar lückenhaft. Aber ich glaube, das geht auch jedem so. Man kann ja gar nicht alles kennen. Sie haben künstlerisch auch ein bisschen anders angefangen, wenn ich mich richtig erinnere, nämlich mit Musik. Sie spielen auch heute noch in der Band. Ich spiele viel Klavier, ja. Sie Band gibt's auch. Stummfilmpianist? Ja, das mache ich auch. Ich begleite Stummfilme und diese Band ist eher so ein Witz, weil die drei anderen Bandmitglieder sind alles werdende oder schon gewordene Väter und haben Berufe und so. Ich bin der Einzige, der es ernst nimmt. Nee, also Musik ist mir immer noch mindestens so wichtig wie das Film machen. Ich habe als Jugendlicher so in allen Künsten dilettiert und Schülerzeitung geschrieben und Bilder gemalt und gezeichnet und Theater gespielt und fotografiert ganz viel. Und dann ist ja dann irgendwie ganz logisch, dass man sagt, Film enthält alle Künste, bis auf die Kochkunst. Also es gibt mindestens ein Musikvideo. Sie machen ja auch viele Musikvideos, die man auf Ihrer wunderbaren Website Dietrich finden kann. Das ist mein Hip-Hop-Name, der hat meine schottische, englische Freundin, ja. Kathy mir irgendwann mal gegeben. Ah, Dietrich. Man Dietrich. Also D-Strich Trick. Ja, bevor ich jetzt eine Website in die Welt setze, die Dietrich Brüggemann heißt. Ja. Ja. Also da kann man Dietrich Brüggemann auch mit dieser Band sehen, die heißt The Jack Human Band. Ja, wir haben ein Musikvideo gedreht, das steht auch auf meiner Webseite. Ja, genau. Ja. Das habe ich mir mit viel Vergnügen angeschaut. Mhm. Ich werde auch gerne noch viel mehr gedreht, aber wie gesagt, die ganzen werdenden oder schon gewordenen Väter in meiner Band, die haben dann nie Zeit für sowas. Weil es dann eher so ein Ein-Mann-Projekt weitergehen. Noch eins will ich noch erwähnen von Ihren Begabungen. Sie arbeiten auch als Fotograf und dokumentieren das auch auf Ihrer Website. Deshalb weiß ich das natürlich und habe es da gesehen und mir ein bisschen angeschaut. Ja, ich mache Panoramafotos. Panoramafotos. Ich würde es nicht also Arbeit als Fotograf nennen. Widescreen. Ja, das ist so ein Spaß eigentlich. Also gerade wenn man mit so einem Film rumreist, das ist ja keine wirklich produktive Tätigkeit. Ich bin jetzt ja nicht so eine Band, die irgendwie spielen muss, weil sonst die Band nicht spielen würde. Also der Film spielt auch ohne mich. Aber es ist dann halt im System so drin, dass man so Kinotouren macht. Und ich mache ja auch gerne, fährt ja auch total gerne auf Festivals und so. Aber es ist immer ganz nett, dann eine Kamera mitzunehmen und Leute anzuquatschen, ob man sie fotografieren darf. Und Panoramafotografie finde ich ganz spannend, weil das ist so mit diesen ganzen, seit Photoshop kann man ja aus einzelnen Aufnahmen so ein Panorama zusammenstitchen, was früher einfach eine Frage von irrsinnig aufwendiger Hardware gewesen wäre. Panoramakameras gab es ja schon immer. Kann man einfach jetzt mit stinknormalem Equipment aus dem Fotoladen machen. Und aber Panoramafotografie, das, was man so sieht, ist immer so irgendwie Brandenburger Tor bei Sonnenuntergang oder Monument Valley im Winter oder sowas. Und hängt hier in der Ausstellung auch Jeff Bridges, ein Schauspieler, der macht das auch anders, der macht Panoramaschnappschüsse, halt mit so einer Oldschool-Mechanik-Panoramakamera. Und ein bisschen mit demselben Ansatz mache ich das auch. Also einfach Leute anquatschen und fragen, ob ich sie fotografieren darf, oder? Ich war in Amerika 3 Monate vorletztes Jahr und habe da auch einfach recht viel Fotos gemacht, auch um mir selber auch einen Grund zu geben, aber nicht immer nur am Schreibtisch zu sitzen, das war so ein Schreibstipendium, sondern auch mal rauszugehen, also quasi das so künstlerisch zu legitimieren. Ja. Und das wächst und wächst und irgendwo, vielleicht wird es mal irgendwie ein Buch oder so, vielleicht auch nicht. Ich will dann noch von Ihrem Werdegang als Filmemacher sagen, dass Sie an der HFF, Hochschule für Film und Fernsehen, Potsdam-Babelsberg studiert haben, von 2000 bis 2006. Und Ihr Studium, bei dem Sie sehr, sehr viele Kurzfilme gedreht haben, abgeschlossen haben mit einem Film, der gleich mit Preisen überhäuft worden ist, also eine Low-Budget-Produktion an der HFF, 9-10. Überhäuft, naja. Naja, ist eine ganze Menge. Also es gab zum Beispiel beim Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen den Publikumspreis. Stimmt, das, ja, das war toll. Da habe ich auch das erste Mal von diesem Film gehört. Ich war nicht da, habe ihn nicht gesehen. Jetzt habe ich ihn mir angeguckt, finde ihn wunderbar.
Es gibt eine Szene, die mich hier an unseren Vorfilm erinnert hat, nämlich auch in einer Kirche, wo allerdings ein wesentlich dynamischerer Pfarrer, den man allerdings auch nicht sieht, also der offscreen sozusagen vor dem, der vor der Gemeinde steht, sozusagen ein Paar trauen will. Aber vorher hat dieses Paar noch die Idee gehabt, ihre Ex-Partner sozusagen in eine Trennungszeremonie in dieses ganze Ritual einzubeziehen. Und es gibt eine sehr, sehr lustige Kirchenszene. Ja, die Trauung mit integriertem Ja, Trennungsritual. genau. Ich dachte mir, es muss es doch eigentlich geben. Es ist doch eigentlich, muss die Kirche, kann sie doch nicht gefallen lassen. Das, aber wurde mir hinterher berichtet, es gibt es tatsächlich. Also es, was, oft so, was Ja, man mein sich als Gott. Satire ausdenkt, gibt es dann wirklich. Ja, 19 muss man vielleicht kurz dazu sagen, der ist auch wie jetzt Kreuzweg in festen Einstellungen gedreht. Damals war es so halt aus der Not heraus. Also Hochschule, langsam mal fertig werden müssen, Abschlussfilm machen wollen. Ich wusste schon immer, ich will unbedingt einen Langfilm als Abschlussfilm machen. Weil man schaut sich ja auch durchaus an, wie die Karrieren von Kollegen so verlaufen. Und aus all dem schien es mir sehr ratsam, mit einem langen Film aus der Hochschule rauszukommen. Damals, das war 2005, als wir den gedreht haben, da war diese ganze digitale Technik noch gerade nicht ganz so weit, dass man einfach mit dem Fotoapparat einen Film drehen konnte. Was es natürlich überall gab, waren diese Mini-DV-Kameras, die halt ein scheiß Bild gemacht haben, aber es war ein Bild. Und da gab es dann halt schon auch Filme, die so entstanden waren, in meinem eigenen Jahrgang sehr erfolgreich. Robert Thalheim mit Netto, so Ästhetik zweitrangig, wir halten drauf. Und es ist ein wunderschöner Film auch. Also, nur wollte ich es nicht unbedingt in dem Stil gleich schon wieder sowas machen, mir fiel auch nichts dazu ein. Und dann war es die simple Rechenaufgabe, eigentlich zu sagen, wenn ich die Kamera hinstelle und 10 Minuten laufen lasse, muss ich das 9 Mal machen und habe einen Film. Natürlich ist es aber auch, fand ich es damals auch schon künstlerisch interessant, einfach so ein festes, langes Bild einfach mal so zu bespielen, dass es nicht langweilig wird. Weil es einen sehr stark auf das zurückwirft, worauf es ja nun eigentlich auch ankommt. Mit den Schauspielern eine Situation so herstellen und natürlich auch erstmal das ohne Schauspieler im Text so entwerfen, dass sie halt irgendwie stimmt, funktioniert und Spaß macht. Und so entstand 9 Szenen. Und da ist natürlich dann die Kamera die ganze Zeit auf das Brautpaar mit seinen Ex-Partnern gerichtet und da gehört es dazu, dass der Priester nur aus dem Off redet. Ja, den hört man nicht. Der hat dementsprechend uns auch nicht über Schauspielagenturen besorgt, sondern aus einer Sprecherkartei, diesen Priester. Ja, ich sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass die Hauptdarstellerin oder eine der Hauptdarstellerinnen dieses Films ihre Schwester ist, Anna Brüggemann, ist Schauspielerin, aber gleichzeitig ihre Co-Autorin, und zwar bei allen 4 Spielfilmen, die sie gedreht haben. Das ist also nicht das, was man kennt, das filmende Brüderpaar, also Bruder Dardenne zum Beispiel, sondern Bruder und Schwester, jetzt die beiden Autoren, Drehbuchautoren. Wie ist es zu dieser Kooperation gekommen, die dann offenbar so gelungen war, dass sie sie auch fortgesetzt haben? Ja, die Brüderpaare im Kino. Wobei die Wachowski Brothers, die Matrix gemacht haben, sind jetzt ja auch Geschwister. Richtig. Larry heißt jetzt Lena. Das hat sich so ergeben, wir waren schon immer sehr eng miteinander. Woran das liegt, weiß ich nicht. War halt so, wir sind 5 Jahre auseinander, also hatten wir vielleicht nicht so diese Geschwisterkonkurrenzkämpfe, die sich ergeben, wenn das Zweijährige sein neugeborenes Geschwisterchen töten will oder so. Passiert ja ständig, hört man immer wieder. Nee, also wir waren schon immer recht eng miteinander und wir sind auch gleichzeitig irgendwie ins Filmgeschäft hineingestolpert. Als Anna mit 15 anfing, die wollte halt immer spielen, die wollte das schon immer. Ist einfach mal mit 15 zu so einem Casting hinmarschiert und hat da eine Rolle gekriegt in so einem Film. In der Zeit war ich halt 20 und habe mich dann so drauf zubewegt, das auch zu wollen und zu Filmhochschulen zu gehen und so. Da haben wir uns quasi zeitgleich und auch quasi auf Augenhöhe eigentlich unsere ersten Schritte im Filmgeschäft unternommen. Und das, auf die Art war das dann irgendwie auch klar, dass das hat sich total richtig angefühlt, sich zusammen eine Geschichte auszudenken und die in Drehbuchform zu bringen. Kann ich jetzt gar nicht genauer zergliedern, warum. Also Anna ist ja, es ist ja so, Schauspieler, da gibt es im Prinzip, es gibt so diese Vollblut-Rampensäue, die komplett darin aufgehen und dann meistens auch am Theater sind und da jeden Abend einfach da auf den Brettern stehen, ihr Glück darin finden. Und dann gibt es welche, die nicht diesen krass starken Impuls haben, die oft dafür immer noch was anderes im Kopf haben.
Und die dann ganz oft halt neben der Schauspielerei noch was anderes machen. Ob man das irgendwie wie Robert Gistek sich selbst neu erfindet als Deutschlands bester Rapper oder was auch immer. Also das ist bei Anna auch der Fall. Also die hat auch jede Menge andere Sachen im Kopf als Schauspielerei. Und auch jedes Mal, wenn ich eine SMS von ihr kriege, denke ich mir, ja, du kannst gut schreiben. Also einfach im Sinne von formulieren. Und da war es dann einfach relativ klar, dass wir uns zusammen. Also einen Film kann man sich auch ganz gut zu zweit ausdenken. Wobei es ja zwei wirklich sehr getrennte Sachen sind. Das eine ist so das Ausdenken von Systemen und Figuren und Bögen und diese ganze Statik und Dynamik eines Drehbuchs. Das machen wir zusammen. Das eigentliche Schreiben dann hin wiederum ist ja nur was sehr Intuitives, also so analytisch. Das eine ist so quasi intuitiv ist das andere. Das ist so wie Rechenaufgaben lösen und Ballett tanzen. Also es ist sehr, sehr paradoxes Zusammenspiel von zwei unterschiedlichen Dingen. Also Schreiben der Dialoge mache ich dann weitgehend alleine. Und insofern ist es keine ganz gleichgewichtete Zusammenarbeit. Trotzdem steht da unser beider Name drauf, was auch durchaus richtig ist. Ich habe jetzt auch ein paar Drehbücher ohne sie geschrieben. Also der nächste Film, den ich machen werde, ist so, wie wir ihn jetzt durchkriegen, ist es nach einem allein geschriebenen Buch. 19 gibt es auch auf DVD mit einem sehr schönen, nach meinem Gefühl improvisierten Audiokommentar, wo man die beiden Geschwister dann auch direkt hören kann, wie sie sich dann auch so gegenseitig im Kommentar ergänzen. Achso, ja, Audiokommentare sind ja immer improvisiert, ne? Also Nee. ich mache mir da keinen Fahrplan für. Es gibt auch ganz andere. Man guckt den Film und sagt, was einem gerade einfällt. Also, Ja. es ist halt auch nie Zeit dafür. Stimmt, ja, den gibt es auf DVD. Das Master ist lustigerweise verschollen. Es gibt irgendwie eine HD-Kassette und keiner weiß, wo sie ist. Die Firma, die den damals co-produziert hat, die wurde dann irgendwie in den Strudel gerissen mit diesem Kika-Korruptionsskandal. Da hatte irgendjemand, hatte da. Er wurde mit dreckigen Händen erwischt. Und da ging die Firma Kopfilm pleite und das Archiv ging irgendwo hin und liegt jetzt in 100 Kisten bei Cineplus. Und die Mitarbeiterin, die mitging, sagt, ich weiß nicht, wo die Kassette ist. Und HFF-Archiv wäscht seine Hände in Unschuld. Also ich kann jedem nur raten, jedem Filmemacher, also schau, wo deine Originale liegen. Das Also, Master ist es schon, das ist bitter. ja. Es gibt ja noch DVD. Es war einer der ganz frühen auf HD gedrehten Filme, damals als Film eigentlich noch das Maß aller Dinge war. Wir kamen da ein bisschen zu früh, es war schade, weil damals gab es auch noch kaum digitalisierte Kinos. Die Berlinale Premiere von 2010, 2006 war das erste Mal, dass ich so eine digitale Kinoprojektion gesehen habe und dachte, das ist ja super, kann man machen. Weil alles, was ich davor gesehen habe an digitalen Projektionen, sah bescheuert aus. Und da wirklich in unserer eigenen Premiere war das so, dass ich dachte, ja, gut. Wäre auch gar nicht anders gegangen, weil wir hatten keine Filmkopie. Das hätte dann irgendwie 20.000 Euro gekostet, den Film auszubelichten. So viel hat es schon gekostet, ihn zu machen. Und das war einfach völlig utopisch, dann eine Kopie herzukriegen. Deswegen wir auch ganz viele Festivals tatsächlich nicht spielen konnten. Also in Schwerin zum Beispiel haben sie damals nur Kopien gespielt. Und waren genau auf dieser Schnittstelle. Es ist gerade bevor es richtig losging. Das heißt, also das hat mich nämlich gewundert, der kam dann auch gar nicht in die normalen, Nee, er hatte keinen normalen normale Kinostart. Kinoauswahl. Der hatte auch einen wirklich dämlichen Termin auf der Berlinale. Die Berlinale ist ja 10 Tage lang, geht immer von Donnerstag über das erste Wochenende, wo dann so am meisten los ist, bis Samstag und beziehungsweise Sonntag. Also am letzten Sonntag abends 22 Uhr oder so, oder 20 Uhr, war unsere Premiere, also wo die ganze Filmbranche schon komplett geschlossen nach Hause fliegt oder im Koma liegt. Und auf die Art hatten wir eine umjubelte Premiere, alles super, aber es hat irgendwie in der Branche keiner mitgekriegt. Und ich dachte dann so, hey, ich habe hier einen Film, will den irgendjemand ins Kino bringen? Nee, kein Interesse, okay. Also so ist der Film so ein bisschen meine Leiche im Keller, aber es gibt ihn auf DVD. Es ist eine Geschichte zwischen jungen Menschen an der Schwelle ins Berufsleben oder wie auch immer, ja, und ihren Eltern, also auch eine familiäre Konstellation, ähnlich wie wir es ja auch hier haben, aber sozusagen als Komödie eigentlich gedreht im Stil. Das gilt, wenn ich das richtig verstanden habe, den Film habe ich nicht gesehen, für Rennen, wenn du kannst, eine Dreiecksgeschichte zwischen einem jungen Mann, der gelähmt ist, also im Rollstuhl sitzt, seinem Pfleger und einer Cellistin, also einer jungen Musikerin.
da kann ich jetzt nicht viel zu sagen zu dem Film, außer dass er als Tragikomödie sozusagen firmiert. Eine Komödie ist auch Drei Zimmer, Küche, Bad, was ein Ensemblefilm eigentlich ist, mit 8 Hauptdarstellern, wenn man so will. Wie der Titel signalisiert, wird dauernd umgezogen in diesem Film. Die Figuren begegnen sich in unterschiedlichen Konstellationen, Wohngemeinschaften oder auch als Paare, die sich gerade eine Wohnung einrichten wollen und da entweder Glück haben mit ihrer Beziehung oder scheitern. Ich erwähne das deshalb, weil es so ein von der Tonalität Filme sind, die doch einen starken Kontrast hier zu Kreuzweg haben, der, wie ich anfangs sagte, eben ein sehr strenger, sehr ernster, auch ein bisschen quälender Film ist. Denn wenn man mitempfindet mit den Figuren, vor allem natürlich mit Maria, dann geht einem dieser Film doch sehr an die Nieren, weil es ja ein gequälter Mensch ist. Dieser Wechsel ist mir sehr aufgefallen, weil ich eben die beiden Komödien gesehen habe. Also die sozusagen so eine Leichtigkeit haben, die sozusagen so eine Form haben, die man mit dem blöden Ausdruck intelligente Unterhaltung oder so nennen könnte. Und hier haben wir es ja, ja mit einem auch nicht sehr leicht verdaulichen Arbeit zu tun. Was hat Sie dazu gebracht? Also ich habe die anderen Filme eigentlich auch nie so wirklich als Komödien geplant. Das ist eher so passiert. Also es war eigentlich immer der Versuch, ein Sujet einfach mal zunächst präzise zu schildern und ein Thema zu durchdringen. Also bei 1910 war einfach die Aufgabe, die wir uns selber gestellt haben, mal so ein kleiner thematischer Rundumschlag, 20-Jährige und ihre Eltern. Wirklich wie so ein Schaubild im Unterricht. Was gibt es? Autoritär, anti-autoritär, indifferent. Es gibt die komische Mutter des Freundes. Und also das ist, die Handlung, in der es alles aufgeknüpft ist, ist dann eher so ein kleiner roter Faden, der dann da so durchzieht, aber eigentlich gar nicht so wichtig ist. Und es da war einfach die Freude daran, Menschen präzise zu schildern und beim Kragen zu packen. Und ich hatte mir eher das Gefühl, wenn man eine Wahrheit am Schopf hat, dann ist es irgendwo auch lustig. Und das ist halt immer so ein kleiner Moment der Freude, den man sich selber macht, wenn man feststellt, ha, jetzt ist lustig. Aber es war jetzt irgendwie nicht der erste Impuls, hier einen lustigen Film zu machen. Das hätte man, glaube ich, ganz anders angepackt. Renn, wenn du kannst, noch viel weniger. Also der ist eigentlich schon auch todernst mit sehr viel Comic Relief, wie es der Amerikaner nennt. Aber da ging es um ein ganz, ganz ernstes Problem. Ein Rollstuhlfahrer und sein Zivi, die sich eine gleiche Frau verlieben. Und das führt einem ganz schnell zu dem Thema Sex, wo alle Rollstuhl- und Behindertenfilme einfach ganz schnell Reiß ausnehmen und einen großen Bogen drum machen. Dachte ich mir, da marschieren wir mal furchtlos durch. Das sind wir dem Thema schuldig. Und der Humor, den der Film hat, der ist eher der tiefschwarze Sarkasmus der Hauptfigur, den wir uns für den ganzen Film sozusagen ausgeborgt haben. Und 13 Mal Küche Bad ist noch am ehesten eine Komödie, aber auch der war eigentlich eher so als Versuch, so ein Stück Leben einfach mal einzufangen. Und das ist halt irgendwie, die Leute sind halt auch immer zu einem gewissen Teil Witzfiguren. Hier in Kreuzweg ja auch. Also ich finde den ja auch nicht ganz unlustig. Also ich gerade weil die Filme so krass auseinanderfallen, neige ich immer dazu, die Kontinuität zu betonen. Im Bestreben, Leute einfach präzise zu schildern. Und das hat halt viele Facetten und da ist dann eine immer die komische von. Wobei natürlich, muss man dann auch sagen, in einer Filmlandschaft, wo halt alles wahnsinnig formatiert ist, ist Kreuzweg auch schon so ein gewisser erster Schritt dahin, sich selber auch zu formatieren. Also die Filme davor, die haben sich herzlich wenig drum geschert, was eigentlich für Filme jetzt gerade gefragt sind in einem Festivalbetrieb oder in der Kinolandschaft oder so. Mit dem Ergebnis, dass die alle ganz respektabel gelaufen sind, aber dass man da weder die Zuschauermillionen mit aufmacht, noch jetzt irgendwie richtig die Tempel der Filmkunst stürmt. Und da dachte ich mir dann auch, okay, ist es schön, ich kann hier einfach mein eigenes Ding weitermachen.
Oder ich mache jetzt mal einen Film, wenn ich das Sujet schon habe und kenne und erzählen kann, kann ich ihn ja auch so machen, dass ich dann einfach doch mal die Tempel der Filmkunst damit stürme. Also dieser kleine kalkulierte Ehrgeiz ist da schon auch drin, jetzt Kreuzweg so zu machen, wie wir ihn gemacht haben. Das nimmt dem Ganzen ja nichts von der inhaltlichen Redlichkeit. Das muss schon so sein, wie es ist. Aber vom Tonfall her ist Kreuzweg schon auch ganz klar jetzt ein Film für Festivalwettbewerbe. Und das, glaube ich, muss man auch einfach mal so offen sagen. Also die Filme, die in Cannes und Berlinale und sonst wo im Wettbewerb laufen, die sind natürlich alle dafür gemacht. Die Leute, die Filme gemacht haben, die stehen jetzt alle nicht da und sagen, oh Gott, wie konnte das passieren? Mein Film läuft hier. Nein, die wollten das. Und die schauen sich das auch an, was da so sonst so gemacht wird. Es ist einfach ein Zweig des Kinos, der auch seine gewissen Regeln hat. Und wenn man sowas mal laut sagt, dann ist man fast schon als Spielverderber, aber ich finde genau diese Sachen gehören auf den Tisch. Mit den Tempel der Kunst, es ist ja auch belohnt worden mit dem Silbernen Bären für das beste Drehbuch und mit dem Preis der ökumenischen Jury, das heißt der kirchlichen Jury auf der Berlinale. Das hat sie, glaube ich, ein bisschen überrascht. Nee, ich bin ja, also wie Bertolt Brecht mal sagte, ich bin ja immer sehr für Dialektik. Andererseits auch dagegen. Ja, was? Das hat Brecht nicht gesagt, das hat mir ausgedacht. Aber nö, also die Leute aus der ökumenischen Jury, die sind ja auch nicht bescheuert. Die können ja jetzt über den oberflächlichen Inhalt eines Films hinaus auch den Tonfall anschauen, dem es gemacht ist. Und auch dass wir das, von dem wir erzählen, auch kennen und durchdrungen haben und uns auch der Film ist ja quasi schon mit einer gewissen religiösen Hingabe auch gemacht. Und er verhandelt ja auch Fragen, wie Glauben aussehen soll und wie Glauben aussehen kann und so. Ich stelle mich überhaupt nicht auf so einen kirchenfeindlichen Standpunkt, das wäre mir auch zu doof. Und das wurde damit, glaube ich, auch alles gewürdigt und das ist auch eine gewisse Spiritualität und Musikalität, die ich auch im Glauben respektieren muss, wenn ich sie auch selber nicht teile. Die da wiedererkannt wurde und insofern geht das schon in Ordnung. Abgesehen davon, dass die katholische Kirche sich natürlich sehr über diesen Film freut, weil mit den Pius-Brüdern haben die ja selber nichts als Ärger. Also die freuen sich sehr, dass das mal jemand so aufspießt. Man könnte ja denken, dass diese Pius-Brüder und überhaupt diese Gruppierungen eigentlich marginale Gruppen sind. Deshalb werden sie ja auch dann eben als Sekten abgestempelt und Sekten heißt, das sind so irgendwie so kleine Grüppchen, ja, die sich da irgendwie jenseits sozusagen der gesellschaftlichen Normen völlig ausklinken. Ausklinken stimmt ja auch in gewisser Weise. Aber ich glaube, Sie wären nicht damit einverstanden, dass das ein marginales Phänomen ist. Das ist einerseits marginal, andererseits total zentral. Die sagen ja von sich selber, und ist auch nicht ganz falsch, dass sie einfach das machen, was die Kirche immer gemacht hat und gefälligst heute auch noch machen sollte, wenn die Kirche nicht so pflichtvergessen wäre und sich den ganzen der Schlammflut der Moderne geöffnet hätte. Also insofern ist es halt keine Sekte, die so völlig weit hergeholten Blödsinn erzählt, dass der Mensch eigentlich so ein Alien ist oder so ein Tetan oder was auch immer. Das ist auch keine Sekte in dem Sinn, dass du jetzt komplett gehirngewaschen wirst und dein ganzes Geld abliefern musst und so. Es sind auch nicht die Zeugen Jehovas. Also es ist einfach eine relativ alltagstaugliche Religion, die halt theologisch eigentlich zum Verwechseln dem ähnelt, was die katholische Amtskirche ohnehin macht und trotzdem liegen halt Welten dazwischen. Und diese Diskrepanz fand ich eigentlich interessant und es zeigt sich ja auch, dass es oft dann doch gar nicht so weit weg ist von dem, was viele Leute irgendwie in der normalen Kirche so erlebt haben, zumindest die älteren Semester. Also erlebe ich ständig, dass irgendwelche Leute 50 plus im Publikum sitzen und sagen, oh ja, meine Kindheit war auch so. Also sind bestimmt auch hier einige. Zum Beispiel jetzt gerade vorhin mit meiner Freundin telefoniert, deren Mutter ist auch, was weiß ich, vielleicht Mitte, Ende 50 und wurde mir erzählt, die Mutter meiner Freundin hat jetzt Kreuzweg mal angeschaut im Kino und wurde die ganze Zeit nur geheult. Die wurde in den 60er Jahren in München katholisch aufgezogen und hatte anscheinend auf einmal sind da längst verschüttete Erinnerungen bloßgelegt worden. Ja. Ja, wie kamen wir drauf? Was eigentlich reden wir im Moment darüber, was sie an dem Sujet interessiert hat.
Und sozusagen, was die Bedeutung dieses Sujets tatsächlich ist. Also da gibt es sicherlich eine Reihe Phänomene, die man benennen könnte. Sie selbst haben in dem Presseheft zu dem Film natürlich auch verwiesen auf die fundamentalistischen Bewegungen in anderen Religionen, wo sie sozusagen sehr viel offenkundiger und offensichtlicher und auch breiter sind. Also im Islam kennen wir das. Natürlich, oder da fällt es uns besonders auf, weil das so eine Art Konfrontation auch geworden ist zwischen dem Westen und dem Islam, der den Westen als den Feind auch betrachtet. Es gibt es natürlich auch in anderen Formen. Also zum Beispiel würde ich denken, dass die orthodoxe Kirche in Russland mittlerweile, die ja in der Sowjetunion sozusagen die Verbindung mit dem Westen gesucht hat, sich davon völlig abgelöst hat inzwischen und wieder zu einer sehr orthodoxen, nämlich rechtgläubigen, das heißt eben im Sinne auch dieser Pius-Bruderschaft, also alten Form von Kirchlichkeit und Glauben, sich wieder hingewandt hat. Also es gibt es in den unterschiedlichsten Formen, wir kennen es auch im Judentum natürlich, also wir können das durchgehen durch die Religion. Insofern ist es tatsächlich ein globales Phänomen, wovon der Film hier handelt, oder? Ja, sicher. Man muss nochmal nach Amerika gehen und im Auto fahren und das Radio anmachen, außerhalb der großen Städte. Man kriegt einen Vogel. Also nur Christian Talk Radio, wo einem so Prediger, aber mit im Tonfall von so Werbespot-Sprechern so Sachen erzählen. Es ist unglaublich. Also es ist ja eigentlich so wahnsinnig simpel und so langweilig einfach, diese ganzen Fundamentalisten und religiösen Eiferer, die sind sich ja alle so wahnsinnig ähnlich. Also, gerade habe ich ein Buch von Stefan Zweig gelesen, geschrieben 1936 über Castellio gegen Calvin. Johannes Calvin hat in Genf im 16. Jahrhundert ein religiöses Schreckensregime errichtet und seine Gegner hinrichten lassen und sowas. Wo dann so Kontrolltrupps in alle Häuser gingen, um die Rocklängen der Frauen nachzumessen. Und alles, was Spaß gemacht hat, war sowieso verboten. Es ist ja auch immer dieselbe Agenda. Also Tanz, Musik, Theater, alles ist Teufels. Also wo man hinschaut, es ist eigentlich irgendwie stinklangweilig, darüber einen Film zu machen, wenn wir uns eh alle total einig sind. Aber interessant fand ich halt, diesen Mechanismus beim Arbeiten anzuschauen, was dann in so einer Familie passiert. Also eben in so einer Familie, die sich selbst als glücklich bezeichnen würde. Dieses im Besitz der Wahrheit sein und das dann dem eigenen Kind auf den Kopf hauen. Das sind ja zwei Dinge, die sich überkreuzen. So eine fundamentalistische Religion, die muss ja nicht unbedingt zu so einer Familienstruktur führen. Und so eine strukturierte Familie muss auch nicht unbedingt ein ideologisches System an die erste Stelle setzen. Das sind halt wirklich zwei Dinge, die sich überkreuzen, die sich aber, glaube ich, auch häufig überkreuzen. Also autoritäre Erziehung und eine Ideologie. Und da hatten wir dann durch diese Einblicke, die wir da hatten und durch diese Kindheitserfahrung, dachten wir, hier haben wir tatsächlich was zu erzählen, was vielleicht so noch nicht erzählt worden ist. Also dieser Mechanismus einer Familie und wie man als Jugendlicher das dann so ganz in sich hineinfrisst und aufsaugt und annimmt und sich zu eigen macht und so. Und ich glaube, das Kino hat seinen Wert dann nicht darin, irgendwas draufzuhauen, was man als falsch erkannt hat, sondern es zu verstehen und den Mechanismus begreifbar zu machen. Und diese soziale Interaktion, die da stattfindet, halt irgendwie so darzustellen, dass ich als Zuschauer da einsteigen kann. Und dass jede Figur ihre innere Plausibilität irgendwie hat. Bei aller Krassheit. Auch diese Mutter, ich meine, ich finde, die ist aus sich selbst heraus auch irgendwie plausibel. Die hat halt Angst um ihr Kind. Es ist ja so ein Erziehungssystem, das dessen hohe Aggressivität gewissermaßen auffällt, also wo mit enormen Strafandrohungen oder nicht enorm, aber ständigen jedenfalls permanent, die Permanenz ist vielleicht das Erschreckendste, dass die immer wieder auftauchen. Und dieses Strafregime, was da aufgebaut wird, das finde ich sozusagen besonders überzeugend in den Mechanismen, wie das funktioniert. Und wovor die Mutter Angst hat, ist ja das, was sie selbst unterdrückt, würde man psychologisch wahrscheinlich sagen. Das mag sein.
Das sind so Schlaubergereien wahrscheinlich. Ja, Psychologie. Ich weiß nicht, ich habe, man liest natürlich über die Jahre viele Filmkritiken, so als junger Mensch Ende der 90er und Nuller Jahre. Und schreibt sich selbst. Habe ich auch gemacht, ja. Aber aus so einem Filmrezensionskonsum hatte ich dann irgendwann den Eindruck, so Psychologie ist der absolute Buhmann. Das darf man nicht machen. Also Psychologie wurde immer so in der Konnotation von doof. Also gut waren dann in der deutschen Filmkritik immer Filme, die sich nicht um Psychologie scheren und so. Und ich habe dann immer gefragt, was soll denn das überhaupt sein? Also Psychologie, ich kann das an der Uni studieren und habe dann erstmal 2 Semester lang nur Statistik. Was ist denn überhaupt Psychologie? Oder was, ich glaube, also das, was dann immer doof gefunden wird, ist so diese Kindheitstrauma-Küchenpsychologie, die im amerikanischen Film so gern gemacht wird. Aber wenn man darüber mal hinausgeht, finde ich, also das, was man als Psychologie bezeichnen kann, durchaus wertvoll im Film, nämlich sich Gedanken machen, wie Leute ticken. Und es gibt im Kunstkino Menschen, die sich auf den bequemen Standpunkt stellen, zu sagen, man kann uns sowieso alle gegenseitig überhaupt gar nicht verstehen. Kommunikation ist überhaupt gar nicht möglich. Das ist ein Satz, den kann man widerlegen, indem man ihm zustimmt. Ja, Kommunikation ist nicht möglich, du hast total recht. Hey. Ja, kleiner Exkurs zum Thema Psychologie. Also ich weiß nicht, was die Mutter da unterdrückt, aber ich bin ein Freund von simplen Mechanismen. Also wenn ich in einer Welt lebe, in der zum Beispiel eine Banane ein tödliches Gift ist, dann muss ich ja mein Kind quasi davor schützen und ihm also eine Standpauke halten, wenn ich es mit einer Banane erwische und ihm selbige entreißen und ihm eins auf die Finger geben. Wo dann außenstehende Menschen, die in einer anderen Welt leben, sich vielleicht denken, was ist denn mit dem los? Wieso schlägt er denn sein Kind, weil es eine Banane essen wollte? So wie andere Leute vielleicht reagieren, wenn sie ihr Kind mit einer Gabel an der Steckdose erwischen. Also das, wenn das auch Psychologie ist, dann würde ich sagen, ja, so ist das. Ich denke gerade nach über diese Szene im Auto. Ich weiß jetzt nicht, welche Kreuzwegstation das ist. Das ist die platteste Übereinstimmungsstation, die heißt Jesus begegnet seiner Mutter. Bei allen anderen muss man ein bisschen suchen, ein bisschen so Ostereier suchen. Hier ist es ganz klar. Mhm. Gut, ich sehe auch eine erste Wortmeldung und will das auch gerne zulassen. Ich würde gerne trotzdem nochmal über die Form dann sprechen, nämlich eben diese Analogie zwischen den Kreuzwegstationen und der Geschichte, die erzählt wird. Trotzdem, bitte. Warten Sie kurz aufs Mikro. Mich hat der Film an das Weiße Band erinnert. Ich weiß nicht, wie Sie da Parallelen oder Unterschiede sehen oder einfach nochmal darlegen, was, also für mich ist es auch so ein zeigen, gegen diese Unterdrückung zu sein. Aber ich glaube, das würde Ihnen selber zu weit gehen. Ja, die Parallelen zum Weißen Band liegen ja, glaube ich, klar auf der Hand im Sujet, also dem, was man behandelt. In der Struktur ist es ein gänzlich anderer Film. Die Kinder im Weißen Band, das sind ja, bleiben mir ja Fremde. Das ist ja ohnehin bei Haneke trifft man immer wieder das ist ein Topos in seinem Werk, diese monströsen Horrorkinder mit nicht nachvollziehbarer Motivation. Die stehen für, ich weiß nicht was, für alles Mögliche. Hat man bei Haneke immer wieder, sind auch im Weißen Band, treten sie auf. Ist jetzt, ich will es nicht werten, aber bei uns ist das ja noch gänzlich anders. Da geht es ja, der ganze Film ist ja quasi aus kindlicher Perspektive erzählt und diese Überaffirmation, die sie da betreibt, dass sie das alles für sich ganz hundertprozentig annimmt und im Glauben mehr brennen will als all ihre Mitmenschen, diese Haltung bejaht der Film ja für sich auch und nimmt es nochmal ernster als sie selbst, indem wir am Ende ein Wunder geschehen lassen und sie in den Himmel schicken. Also es ist den Figuren gegenüber eine ganz andere Haltung als der Übervater Haneke es in seinem Werk macht, aber vom Sujet natürlich eine ähnliche Sache, ja. Ich habe eine weitere Wortmeldung, bitte. Ja, meine Frage geht mal so ein bisschen in die andere Richtung, so an die technische Seite. Ich bin großer Fan von diesen Plansequenzen. Ich wollte jetzt einfach mal fragen, ob das das exquisite Casting war, etliche Takes oder ein kleiner, unglaublich intensiver auf Teufel komm raus, viele Proben, die diese lange Plansequenz erlaubt haben. Ja, alles zusammen.
auf Teufel komm raus. Man muss natürlich für sowas die richtigen Schauspieler finden. Besonders offensichtlich bei dem Dreijährigen. Dass der das mitgemacht hat, ist eher, also dafür danke ich Gott auf Knien. Natürlich muss man sowas proben, aber es geht noch früher, dass der Text muss stimmen. Also ein Film entsteht in drei Schritten. Es gibt das Drehbuch, es gibt den Dreh, es gibt den Schneiderraum. Und wenn man eins davon weglässt, dann muss man einfach bei den anderen beiden Schritten sehr, sehr genau wissen, was man will. Und da muss einfach, müssen die Szenen in sich schon auf dem Papier einfach funktionieren. Und da muss man einfach sich sehr genau fragen, funktioniert es oder nicht. Und dann muss man natürlich die richtigen Schauspieler finden. Und da hatten wir auch allerhand Glücksgriffe. Natürlich an erster Stelle Lea van Acken. Also ein Wahnsinnsphänomen. Ja. Vor allem, wie einfach wir sie gefunden haben, war unglaublich. Das ist, habe ich zu dem Film, ich erzähle immer dieselbe Geschichte, aber sie stimmt auch. Also wenn man sowas macht, dann sieht man ja sowas auf sich zurollen, nicht wahr? Also jetzt gerade, genau, wie eben erwähnt, das Weiße Band, da jeder kennt die Geschichten. 6000 Jugendliche gecastet, unsere Casterin war in sämtlichen deutschen Theatergruppen und Schulen und so. Und sowas sieht man dann kommen. Aber natürlich geht man erstmal zu den Agenturen, die es halt gibt, und lädt die Leute zum Casting ein, die da halt schon sind. Da war dann Lea van Acken dabei. Am ersten Tag Casting kamen 7 Leute, sie war eine davon. Abends habe ich mir das angeschaut und dachte mir, das ist doch jetzt zu einfach. Ich muss doch hier 6000, ist ja schon Folklore. Aber nee, also so einfach kamen wir an Lea van Acken. Ja, und dann probt man das natürlich, klar. Also von den 14 Bildern sind 10 geprobt. Am Tag davor jeweils. Also man probt einen Tag und dreht es dann gleich. Die 4 nicht geprobten, das ist einmal der Bestatter, weil wir da keine zeitliche Beschränkung haben. Das ist das einzige Bild ist, wo keine Jugendlichen im Bild sind, wo man dann deswegen der Gesetzgeber nicht nach 5 Stunden den Stecker zieht. Und die 3, die halt eigentlich nur aus Choreografie bestehen, also die Firmung in der Kirche und die Sterbeszene und der Friedhof, die sind einfach am Drehtag so entwickelt. Ansonsten Proben, Proben, Proben. Und die Kirche natürlich auch, da probt man sich einen halben Tag lang ran und immer wieder und immer mehr. Und dann ist es entwickelt so eine Szene, wenn sie stimmt und wenn der Text gut ist und wenn die mit richtigen Leute da hat, entwickelt das so eine eigene Magie, dass es einfach von selbst irgendwann funktioniert und immer besser wird. Und da legen dann auch alle Beteiligten vor und auch hinter der Kamera so eine Konzentration in den Raum, die einfach was, das gehört zu den schönsten Erfahrungen, die man machen kann, dass das dann einfach diese Szene so ein eigenes Leben entwickelt, wie so ein lebendes Wesen, was dann einen gewissen Zwang auch in die Luft legt. Das muss dann einfach funktionieren. Deswegen funktioniert auch dieser Dreijährige, was eigentlich, glaube ich, gar nicht möglich wäre, eigentlich mit so einem Kind mehrmals hintereinander, und er darf nicht antworten, wenn man mit ihm redet und so. Eigentlich geht es gar nicht. Das ist so wie die Hummel, die eigentlich physikalisch nicht fliegen kann und es doch tut, wobei die Geschichte mittlerweile auch widerlegt ist. Ja, genau. Bitte sehr, Sie können gleich weiter. 2 Fragen da anschließend. Mich hat interessiert, was war die Casting-Szene, die Lea van Acken gespielt hat, die dann überzeugt hat? Und das Zweite, wenn es ja wirklich so ganz, also Proben, 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 und man hat auch diese ganzen Plansequenzen, gibt es einen Moment oder vielleicht mehrere im Film, die nicht so sind, wie Sie sich beim Drehbuchschreiben vorgestellt haben? Also die Castingszene war die eben erwähnte im Auto. Die ist, da muss man keinen riesen choreografischen Aufriss machen, die sitzen da einfach, und die ist aber eigentlich vom Spieler ist da alles drin, was ich von der Figur will. Lustigerweise kam auch Franziska Weiß so übers Casting von Lea an die Rolle. Ich bin mit ihr einfach privat befreundet. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, sie für die Rolle zu besetzen. Im Gegenteil, ich fand sie zu jung. Und deswegen dachte ich mir, es ist eine klare Sache. Ich kann sie fragen, ob sie mir im Casting Anspiel macht. Ich brauche halt jemanden, der sich daneben setzt und die Mutter spielt und gut ist und mit mir gut befreundet ist und wo Vertrauen da ist und ja andererseits auch einfach dann nicht sagt, ja, kannst du mir die Rolle auch mal anbieten, du Depp. Also dachte ich mir, okay, Franziska ist zu jung und ist schön und macht es bestimmt gern. Sie hat es auch gern gemacht, war dann aber auch so gut, dass hatte so eine gewisse Energie, die wir dann bei allen anderen, die wir dann eigentlich für die Rolle eingeladen haben, irgendwie so, wir dachten dann immer nur, ja, Franziska war aber irgendwie stärker. Und dann die Casterin, also die Casting-Spezialistin, die auf dem Projekt war, die hat dann als erste gesagt, so, Franziska, die wäre doch was, wäre doch was für die Rolle. Und ich so, nee. Aber am Ende wurde es dann doch. Und ja, das Drehen von langen, festen Einstellungen hat tatsächlich natürlich auch was mit Kontrollverlust zu tun. Man kann nicht jedes Detail im Schneideraum so hinschrauben, wie man es gerne hätte. Wobei ich hier jetzt schon länger nachdenken müsste, um irgendwas zu finden, was jetzt wirklich so richtig gegen meinen Willen geht.
Irgendwas ist da, ja, in der Feldwegszene trägt Lucie so einen komischen, wahnsinnig voluminösen Schal, der das Kostüm komplett zerkloppt. Das war so, der irgendwie ist ja so in die Szene geschmuggelt worden, man ist dann so blind, auf, wenn man stand da am Set und ich habe das nicht gesehen, man hat tausend andere Sachen, um die man sich kümmern muss, haben wir die Kostüme dann in diesen Schal da reingeschmuggelt, aber es ist jetzt nicht weiter schlimm. Ja, also wo der Film wirklich technisch so ein bisschen fadenscheinig wird, ist diese Autofahrt. Also der sogenannte Trailer, auf dem man so ein Auto dann stellt, der hat halt, ein Auto hat zwei Achsen vorne, hinten. Der Trailer hat nur eine Mittelachse, deswegen ist bei jeder Bodenwelle macht er ganz andere Schaukelbewegungen. Sieht man auch. Also im normalen Film kann man drum rumschneiden, klar, hier nicht. Das hätte, also wenn man da was in Stuttgart dreht, dann muss man halt die genau eine Firma nehmen, die da sitzt und sowas macht. Das wäre sicher noch besser gegangen. Man hofft dann, dass die Leute einfach den Schauspieler ins Gesicht schauen. Solche Sachen schleichen sich immer ein in einen Film. Aber nö, im Wesentlichen müsste ich jetzt länger nachdenken. Vielleicht fällt mir später noch was ein. Ich frage jetzt nochmal nach dieser Parallelisierung von dem Titelgebenden Kreuzweg. Ja, das ist diese 14 Stationen, die werden ja streng durchgehalten, die eben auch so ein katholischer Kreuzweg hat, also die verschiedenen Stationen, die ja nicht alle in der Bibel übrigens, also in den Evangelien erzählt werden, sondern die aus einer langen Geschichte der Kanonisierung gewissermaßen dieser verschiedenen 14 Stationen dann entstanden sind. Ich glaube, im 18. Jahrhundert ist das erst sozusagen festgezurrt worden. Und dann eben der Geschichte, die Sie erzählen, dass es dann eine Verwandtschaft im Sujet gibt, ja, aber sozusagen die Kreuzigungsgeschichte mit ihrer Geschichte sozusagen zu parallelisieren, hat ja auch eine gewisse Kühnheit. Ja, das ist die Nachfolge Christi, die ja von einem katholischen Gläubigen immer verlangt wird. Nicht nur vom Katholischen, ja. Das ist ja ein ständig wiederkehrendes Narrativ im Glauben, ist ja, dass wir alles arme Sünder sind und alle nicht ernst genug meinen und alle nicht genug brennen im Glauben und alle zu lau sind. Es begegnet einem gerade, zumindest in diesen konservativen Kreisen, immer wieder. Und diese radikalisierte Traditionalisten-Variante des Glaubens ist halt ja so eine Reaktion darauf, so eine Art Überaffirmation. Die meinen es ernster als die katholische Amtskirche. Und die Mutter meint es auch halt nochmal ernster als ihre eigene Gemeinde. Da gibt es ja noch jede Menge Familien, die einfach halbwegs normal da in ihre lateinische Messe gehen und ihren Kindern halt irgendwie den Mädchen das Tragen von Hosen verbieten und trotzdem irgendwie, glaube ich, ganz okay sind. Zumindest wurde mir das jetzt stellenweise auch vorgehalten von vielen, von wenigen Leuten. Ein paar Kritiker gab es, die anscheinend gemeint haben, der Film müsste jetzt doch irgendwie exemplarisch sein und so. Der ist ja gar nicht exemplarisch gemeint, der ist ja zugespitzt. Auch so ein paar E-Mails hat man gekriegt von Leuten, die sagten, hey, wir sind doch alles ganz normale, nette, junge Leute und so. Kann man viel zu sagen. Jedenfalls, die Tochter meint es dann nochmal ernster, als von ihr verlangt wird. Und der Film meint das dann halt auch ernst und begibt sich mit ihr auf diesen Weg. Und natürlich ist es natürlich hauen wir es dann mit den Leuten auch um die Ohren. Und wir sagen, hier, wenn man es so ernst meint, wie ihr es haben wollt, dann kommt das dabei raus. Und das bringe ich dann in diese Form. Also eine gewisse Ambivalenz ist da, glaube ich, der Sache nicht abzuleugnen. Und genau diese Ambivalenz ist ja auch, was dann einige Leute so ein bisschen so verunsichert, dass man am Ende nicht genau weiß, ist dieser Himmelfahrt da jetzt eine Anklage oder ist es eine Seligpreisung? Oder ist dieses Wunder jetzt, ja, was willst du mir damit sagen? Ist das jetzt ernst gemeint? Kann der Junge jetzt sprechen oder was? Also es gab eine sehr lustige Rezension von dem Film auf Perlentaucher, wo die Rezensentin sich wirklich in einem Satz beklagt, es gäbe überhaupt keine Ambivalenz und sich dann aber im nächsten Absatz wirklich genau über diese Ambivalenz beschwert. Sie benutzt nur das Wort Ambivalenz nicht. Was ihr fehlt, ist so eine gewisse Diffusität. Die es ja im Arthouse-Kino öfters gibt, dass man sagt, ja, wir können nicht kommunizieren und es ist einerseits nicht so und andererseits auch nicht anders, sondern irgendwie jeder Mensch ist eine Insel. Und genau dagegen beziehe ich ja Stellung, indem ich das Gegenteil mache. Ambivalenz heißt ja Zweiwertigkeit und diese zwei Werte sind halt beide möglich.
Und natürlich kann einen das irgendwie auch zornig machen, aber das ist ja angelegt. Vielleicht reden wir nochmal sozusagen über den Kern dieser Ausprägung der Religion. Besteht ja auch nicht im geringsten daraus, dass die Moderne gewissermaßen in toto zurückgewiesen wird. Und sozusagen der nachkonziliaren Kirche, also nach dem Vatikanischen, Zweiten Vatikanum, vorgeworfen wird, sich sozusagen der Moderne in die Arme geworfen zu haben, wie es den evangelischen Kirchen natürlich schon immer um die Ohren gehauen wird. Ein Kern davon ist sozusagen etwas, was sich psychologisch, finde ich, auch wunderbar in dem Film spiegelt, nämlich also in dem Verhältnis vor allem Mutter-Tochter, nämlich die Verweigerung von Verstehen. Sozusagen, das ist, die Autoszene ist ja auch ganz exemplarisch, sozusagen, wo die Tochter eigentlich nur das macht, was die Mutter will, aber selbst darin zurückgewiesen wird, weil die Mutter nämlich nicht verstehen will, die Tochter, sondern sozusagen dieses Strafexerzitium, was sie am Platze findet und woran sie sich festhält, durchzieht. Wie ist es mit dem Verstehen und dieser Religionsausprägung? Ich würde auch sagen, diese Wortwörtlichkeit, die diese, also das, ja, dieses Buchstabenverständnis der Bibel und der Evangelien, was eben diese fundamentalistischen Formen auszeichnet, illustriert eben diese Weigerung, sozusagen in ein Verstehen einzutreten. Würden Sie das so teilen? Verstehe ich nicht. Sie verstehen das Verstehen nicht? Jetzt. Naja, klar, also es ist, ich würde es fundamentaler formulieren. Es geht ums, bevor man versteht, muss man erstmal sehen. Und da hapert es heute schon. Das gibt es aber auch abseits jeglicher religiösen Kreise, glaube ich, ganz oft dieses Phänomen, dass Kinder von den Eltern einfach nicht wahrgenommen werden, also gesehen, also einfach so als Mensch gewertschätzt. Und daraus erwächst das dann, glaube ich, das kennt, glaube ich, irgendwie auch jeder, dass man da als Jugendlicher mal irgendwas wollte und einfach missverstanden wurde und dafür ausgeschimpft für was man eigentlich gar nicht wollte und einfach sich überhaupt nicht begreiflich machen kann, dass man denkt, die anderen leben auf einem anderen Planeten. Das gibt es in harmloser Form, glaube ich, ständig irgendwie, auch mit Lehrern, das müssen nicht mal die eigenen Eltern sein. Das ist banal, aber dass in Familien das Kinder einfach nicht wahrgenommen werden, also das ist, glaube ich, fast mehr schon die Regel. Also sobald die Eltern irgendwie den Kopf voll machen mit was anderem, mit irgendeiner Agenda, was auch immer es ist. Also ich glaube, das gab es auch in 68er-Kreisen noch und nöcher, dass die Leute so beschäftigt waren mit ihrer eigenen Bewusstwerdung und Befreiung und Kindheitstrauma-Aufarbeitung, dass sie einfach die eigenen Kinder völlig im Off haben groß werden lassen. Das ist dann so die Ursünde der antiautoritären Erziehung, ist glaube ich eher die, dass Kinder sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen und die Eltern sagen, ihr müsst doch irgendwie miteinander klarkommen. Also ich glaube, da sind auch viele Verwüstungen angerichtet worden. Und ja, dieses Verstehen kommt dann, glaube ich, wenn man überhaupt jemanden erstmal sieht. So, ja. Ja, ich habe noch eine Frage. Wie haben sich die Schauspieler denn auf diese Rolle vorbereitet? Oder den Zugang zu diesem fanatistischen, oder also zu diesem Fanatismus gefunden? Ich glaube, das geht wenig über den Intellekt. Da muss einfach so eine gewisse Temperaturverwandtheit muss da sein. Also das hat man einfach bei Franziska gemerkt, das funktioniert mit ihr. Die hat, also das ist ja so ein gewisser Dämon, eine gewisse Sau, die sie da rauslässt. Und die Sau muss halt vorhanden sein. Und wo die herkommt, das ist, glaube ich, individuell immer unterschiedlich. Und auch Florian Stetter, das ist also, es ist so absurd. Ich habe für die Rolle viele Leute gecastet. Unter anderem auch Schauspieler, mit denen ich schon gearbeitet habe und die ich super toll finde, mit denen ich eher auch privat befreundet bin, wo ich mir bescheuert vorkam, die jetzt zum Casting einzuladen. Und Flo Stetter war keiner von denen. Ich kannte ihn nur so ganz peripher. Und das,
der tauchte auch relativ spät, tauchte sein Name auf und ich dachte, stimmt, den gibt es ja auch. Und er hat das Buch gelesen und fand die Rolle super, wollte das unbedingt spielen und er war gerade irgendwie auf einem anderen Dreh am Arsch der Heide irgendwo im hintersten Winkel von Bayern und hat dann einfach sich selber irgendwie eine Minute aus diesem Monolog mit dem iPhone irgendwie gefilmt in der Drehpause und dann unter wahnsinnigen, absurden Strapazen uns das irgendwie hochgeladen mit 5 abgebrochenen Fehlversuchen und dieses komische iPhone-Video habe ich gesehen und nach 2 Wörtern wusste ich ja, der ist es. Also der ist es aber wirklich genau. So sind diese Patres. Und auf die Art musste der sich eigentlich gar nicht vorbereiten. Der musste einfach so sein. Das Einzige, was vorbereitungsmäßig nötig war, das ist die lateinische Aussprache. Das hat ihm dann irgendwie ein Freund von mir, ehemaliger Regensburger Domspatz, hat ihm dann diese lateinischen Texte einfach eingesprochen. Da hatte sie sich immer wieder angehört und immer wieder angehört. Und Lea ist da auch in aller Unschuld rangegangen. Also die ist selber auch auf die denkbar harmloseste Art, glaube ich, katholisch und hat gerade Firmenunterricht und hat sich halt so auch so eine gewisse Haltung zugelegt und hat sich das so, wir haben erstaunlich wenig große inhaltliche Hintergrundgespräche geführt. Ich habe denen allen natürlich schon so das Wesentliche weitergereicht. Es gibt so eine sehr schöne halbstündige Doku über die Pius-Bruderschaft. Die hält sich in Wertung sehr zurück. Das ist ein sehr interessanter Film, der auch in Pius-Kreisen sehr geschätzt wird, dieser Doc-Film. Da habe ich den angegeben, den gibt es auf YouTube, bitte schaut euch das an. Hier ist Wikipedia-Artikel, also dass die Fakten zumindest mal vorhanden sind. Und den Rest haben wir dann wirklich anhand der Szenen eigentlich so erarbeitet. Ja, und der Rest ist dann auch, ist wirklich sehr, sehr viel Technik dann auch. Also ich weiß noch, wie ich Lea am Drehtag von der Firmungsszene, wo sie am Ende umkippt, habe ich ihr beigebracht, wie man aufsteigende Übelkeit spielt. Das ist super technisch. Also es ist ganz simpel. Einatmen, Luft anhalten, schlucken, ausatmen. Kann jeder mal probieren? Das ist so, es funktioniert. Gibt eine weitere Frage? Ja, es bezieht sich einfach jetzt mal auf das Schreiben, also wie man halt diese Szene geschrieben hat, weil du hast ja selber gesagt, dass du es halt irgendwie nicht großartig negativ bewerten willst oder auch irgendwie glorifizieren willst, aber ich meine, gerade die Anfangsszene, diese Dynamik, die der Pfarrer dann auch entwickelt und mit den Schülern darüber spricht, ich fand das sehr, das hatte sehr viel und es war sehr stark und ich wollte halt wissen, wie du da rangegangen bist mit deiner Schwester auch, um diese Szenen zu schreiben. Weil ich meine, das ist ja nicht einfach nur irgendwie so ein Blabla hingeschrieben, sondern das ist ja wirklich, das hat ja viel. Die erste Szene ist ein knallharter Crashkurs in katholischer Theologie. Also klar. Weil die ist, glaube ich, nie Thema der gemeinsamen Entwicklung. Die habe ich wirklich alleine einfach runtergeschrieben. Weil die auch durch recht viele Fassungen gegangen ist, bis die dann tatsächlich diese rhetorische Gestalt hatte mit diesen ganzen Frage- und Antwortspielen und diesen kleinen wohlanständigen Scherzen, die er da so einbaut und so. Keine Ahnung, also das hatte ich einfach so im Kopf. Das wusste ich ungefähr, was der Inhalt ist und ein bisschen Recherche ist da noch reingeflossen und da kann ich eigentlich fast nichts zu sagen, außer dass es, da hat man für sowas, für Sachen, die man gut kennt, hat man auch einen sechsten Sinn und weiß, wenn sie stimmen. Also das, wenn es stimmt, stimmt's. Und dann ist es der große Walter Murch, der Apocalypse Now geschnitten hat und viele andere Coppola-Filme und auch Vater des modernen Sounddesigns und Mehrkanaltons ist und so. Er hat ein ganz tolles Buch geschrieben über Schnitt, Filmschnitt, und da sagt er an einer Stelle, also die wirklich guten Sachen, da hat man immer das Gefühl, die machen sich ganz von alleine, da hat man selber gar nichts mehr zu tun. Also man denkt so, das macht sich hier von selber, ich bin da überhaupt gar nicht dran beteiligt. Und dem kann ich nur zustimmen. Also es gibt auch tatsächlich bei Drehbüchern 2 Arten. Es gibt die, an denen man ewig rumackert, und es gibt die, die sich quasi wirklich von alleine schreiben. Und niederschmetternderweise sind die letzteren auch immer die besseren. Zwei Fragen. Einmal, wie viele Probentage und wie viele Drehtage waren das? Ganz einfach. Und die andere, wenn man so gut, sage ich jetzt, schreibt, wie strikt ist man dann mit Textbeherrschung, / Improvisation, gerade bei so langen Schnittszenen? Drehtage waren es 14, pro Szene eine, ganz simpel. Wobei für die Feldwegszene, da hatten wir einen Reservetag, wenn es irgendwie geschüttet hätte, dann hätten wir am nächsten Tag wiederkommen können. Hat es aber nicht, mussten wir nicht. Probentage waren es, glaube ich, dann halt von den, genau, wir haben 10 von 14 Szenen geprobt und 2 Proben waren an einem Tag. Das macht 9 Probentage. Genau. Und was Texttreue angeht, bei so einem Film extrem.
Also man ändert natürlich den Text in den Proben, ist klar. Also, aber auch nicht riesig, erstaunlicherweise. Es hat sich schon erwiesen, dass das meiste so stimmt. Also ich habe dann irgendwie Moritz Freiheiten gelassen, weil er den Musikstil ja nennt irgendwie, aber ob er Dubstep, Charts, Hip-Hop oder Rock'n'Roll mag oder nicht mag oder so, das war dann auch seine Sache. Da lernt man dann auch von seinen Schauspielern, was gerade so angesagt ist. Aber nee, Improvisation geht das schon gar nicht, weil so eine Szene ohne Schnitt, die muss ja quasi linear durchlaufen. Also die ganzen Leute, die sich ein Jahr Drehbucharbeit sparen, indem sie einfach einen Improfilm drehen, die verlieren das ja hinterher im Schneideraum. Bei den anderen Filmen teilweise mehr, also in Rem, wenn du kannst, ist ein wunderschöner Moment drin, der einfach improvisiert ist, dadurch, dass eine Autotür nicht offen war und der Schauspieler dann irgendwie ums Auto rumlaufen musste und mehrfach hin und her, bis er endlich eingestiegen war. Wo wir einfach die Kamera laufen lassen und das ist auch wirklich der erste Take, wo das so passiert ist. Ich liebe solche Momente und es sind auch, gerade in Rem, wenn du kannst, sind einige Sachen, die nicht im Drehbuch standen, aber bei so einem strikten Film geht es nicht. Der nächste wird wieder offener. Es gibt eine Frage, die ich immer stelle bei diesen Veranstaltungen, meistens gegen Ende, und zwar die Reihe heißt, was tut sich im deutschen Film? Und wie wir ja schon gehört haben und wie ich auch weiß, bist du jemand, der sehr, sehr viel liest, der sich sehr, sehr viel anschaut. Wie würdest du diese Frage beantworten, was tut sich derzeit im deutschen Film? Jetzt gerade eine Menge. Also es gibt ja eine neue Bewegung und ich halte ja immer nicht so viel von Bewegungen, weil da immer irgendwelche Leute zusammengesperrt werden, die nichts miteinander zu tun haben. Es ist faszinierend, wie da oben alle Leute erst den falschen Türflügel ausprobieren. Da ist so ein Riesenpfeil und alle nehmen trotzdem erst die rechte Tür. Das ist, muss irgendwie psychologisch sein, dass der Türflügel dann näher zur Bühne ist als erster irgendwie. Ich gucke mir das die ganze Zeit schon an. Was tut sich im deutschen Film? Ja, wir sprachen ja gerade schon davon, zu zweit, diese New German Mumblecore, mit Leute, die so Impro-Filme machen und so, gestalten wie Jakob Lass und Axel Ranisch und hier der von mir extrem geschätzte Aaron Lehmann, von dem der Vorfilm war. Es ist, diese Kategorienzuordnung, die hängen sich oft sehr an Äußerlichkeiten auf und das ist das, was mich stört. Also mir ist dann völlig egal, ob ein Film improvisiert ist oder nach Drehbuch, Hauptsache er rockt. Und ich bin da auch sehr hinterher. Also ich habe vielleicht so, ich war, also als ich 2006 mit 19 rumlief, kam ich mir irgendwie sehr einsam vor mit diesem Ansatz. Also einen Film zu machen, der durchaus Lustigkeit zulässt, aber sich nicht als Komödie versteht und der so einen Blick auf Leute hat, der die einfach nicht so durch so eine todernste Brille, aber auch nicht mit so einer Spaß-Attitude, sondern halt so, wie sich das Leben aus meiner eigenen Primärerfahrung halt nun mal darstellt, konnte ich mich irgendwie in nicht viel von dem wiederfinden, was es um mich rum so gab. Also es gab die Berliner Schule, die in allen Festivalwettbewerben fröhliche Urstände gefeiert hat und wo ich nie so wirklich ein großer Fan von war. Und dann hatte das Kommerzkino, was auch mal schön, mal weniger schön ist. Und diese ganzen Debüts von Leuten, die dann vielleicht noch ihren zweiten Film machen, und wo man aber auch schon oft sehr so ein Fernsehredakteurs, ich will gefördert werden, Tonfall. Ich bin immer dagegen, irgendwie auf Fernsehredakteure einzuprügeln. Die meisten machen einen ganz guten Job und wollen auch gute Filme herstellen. Trotzdem ist diesen ganzen deutschen Debüts, irgendwas ist da komisch. Also schien mir damals alles schon ziemlich brav zu sein. Irgendwie fühlte ich mich da so allein auf weiter Flur. Und jetzt seit einigen Jahren kommen auf einmal Leute, in deren Geisteshaltung ich mich ganz extrem wiederfinde. Also das ist, ich habe vor 2 Jahren beim Filmfest München Kohlhaas oder Die Verhältnismäßigkeit der Mittel gesehen. Das Langfilmdebüt von Aaron. Und ich fand ihn umwerfend fantastisch, diesen Film. Ich habe sowas ewig nicht gesehen. Ich musste mich sofort mit Aaron anfreunden. Ich kannte ihn vorher nicht. Hat auch bombastisch funktioniert. In ähnlicher Weise begrüße ich die Filme von Axel Ranisch, wo auch mir eine Geisteshaltung entgegenspringt, die ich einfach toller nicht finden könnte. Oder auch hier Jakob Lass, der gerade mit Love Stakes lauter Preise abräumt. In ähnlicher Weise aber auch jemand zum Beispiel wie Maximilian Erlenwein, der mit Schwerkraft einen Film gemacht hat, der oberflächlich irgendwie ganz anders aussieht als diese ganzen Impro-Filme, auch anders als meine Filme, wo ich aber trotzdem so eine gewisse spirituelle Gemeinschaft spüre im Ansatz, was ist Film, was ist Kino, was wollen wir erzählen.
Oder auch Sven Tadicken, der auch 2001 ein sensationelles Debüt gemacht hat. Das heißt, Mein Bruder, der Vampir. Kann ich jedem nur empfehlen. Ist einer der schönsten deutschen Filme. Und dann auch so ein bisschen von dieser Kommerzmühle aufgefressen wurde. Und ich habe all diese Leute dann einfach auch mal in meine Küche eingeladen, einen Tisch gesetzt. Und es war ein wunderbarer Abend, den wir auch schon seitdem öfters wiederholt haben. Weil wir da so eine gewisse Gemeinsamkeit sehen, die auch extrem davon profitiert, dass man sich mal zusammensetzt und sich unterhält. Und insofern tut sich da einiges, ja. Nur Männer, gibt es auch Frauen? Ja, also wenn einer davon es macht wie Larry Wachowski, gerne. Ich hab nichts gegen Frauen. Im Gegenteil. Ich interessiere mich bei Filmen dann primär für die Filme. Und ich finde, eine Quote in der Kunst ist ja irgendwie auch Quatsch. Also meine eigene Freundin ist an der DFB und hat da gerade so ein Drehbuch verfasst für so eine Halbstunde und der wird sensationell. Also meinetwegen gerne. Ich rennt offene Türen ein. Es gab einen wunderbaren Film von einer Frau, heißt Transpapa mit David Striso. Würde ich jederzeit auch dazu zählen, zu dieser vorhin genannten Gruppe. Sarah Judith Metke heißt sie. Wollte man dann auch schon mal dazu holen, aber weil jetzt letzte Zeit alle Leute, die ich gerade genannt habe, immer ständig auf Festivals sind oder drehen oder so, hat es diese feuchtfröhlichen Treffen auch eine ganze Weile nicht mehr gegeben. Ja. Wenn sonst keine Fragen sind, ne? Ja, ich verrate vielleicht noch am Schluss irgendwie, wie sich Dietrich Brüggemann auf seiner Website vorstellt. Er backt selbst Brot und hat überhaupt keine Ahnung von Fußball. Das hat uns diesen Abend begünstigt, ja, wo ein Champions League Viertelfinale stattgefunden hat. Mhm. Das haben Sie auch versäumt und offenbar gern in Kauf genommen. Schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank, Dietrich Brüggemann. Ja, ganz herzlichen Dank. Auch Carsten Wiesaris. Und ich möchte natürlich auch noch die Chance ergreifen, die nächsten Veranstaltungen auf die hinzuweisen, denn am 27. April wird Pepe Dankwart hier sein. Oscar-Preisträger für den Kurzfilm Schwarzfahrer hat jetzt den Film gemacht Lauf, Junge, Lauf. Ganz spannende Literaturverfilmung. Und eine Woche später, 4. Mai, den unbedingt im Kalender rot markieren, denn Love Stakes, gerade erwähnt, mit Jakob Lass und den beiden anderen Fogma-Machern, wird hier zu Gast sein. Und das wird eine richtig spannende Sache, denn der hat wirklich Geschichte geschrieben dieses Jahr. Letztes Jahr hat alle Förderpreise Neues Deutsches Kino gewonnen, dann den Max-Uffels-Preis in Saarbrücken. Das ist, glaube ich, gerade so der Mittelpunkt dieses Improvisationsfilms, dieses German Mumblecore. Aber ja, so viel an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachhauseweg und wie gesagt, nochmal herzlichen Dank für den tollen Film und Dietrich Brüggemann, schön, dass du da warst.